Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Im letzten Video haben wir uns geschaut, wie wir die Masse anhand von Dichte und Volumen berechnen. Heute schauen wir uns an, wie wir das Volumen anhand von Masse und Dichte berechnen. Also bleibt mit. Ja, um das Volumen zu berechnen, muss ich das Volumen ja auf eine Seite haben. Wie kriege ich das hin? Indem ich die Dichte wegkriege. Und wie kriege ich die Dichte weg? Ganz einfach, ich teile durch die Dichte. Also hier durch die Dichte. Und dann habe ich, meine Freunde, V ist gleich Masse und dann haben wir ja noch durch die Dichte. Und schon haben wir das Volumen. Die Formel lautet also, das Volumen ist gleich Masse durch Dichte. Schauen wir uns zu diesem Thema ein paar Aufgaben an. Platin hat eine Dichte von 21.400 Kilogramm pro Kubikmeter. Welches Volumen nimmt Platin bei einer Masse von 53.500 Kilogramm? Okay, als erstes schreibt ihr euch auf, ihr wisst hier, es geht um Dichte, Volumen, Masse. Also schreibt ihr Dichte ist gleich, Masse ist gleich, Volumen ist gleich. Jetzt sucht ihr die Angaben raus. Platin hat eine Dichte von 21.400 Kilogramm pro Kubikmeter. Das wäre die Dichte. Und eine Masse von 53.500 Kilogramm. Gesucht ist das Volumen. Jetzt schreiben wir uns die Formel auf. V ist gleich Masse geteilt durch die Dichte. Und jetzt setzen wir ein. Masse wäre ja 53.500 Kilogramm, in der Physik die Einheit mit aufschreiben, also Kilogramm, durch die Dichte 21.400 Kilogramm pro Kubikmeter. Kilogramm und Kilogramm können wir wegkürzen, dann 53.500 durch 21.400 könnt ihr im Taschenrechner eintippen. Ihr erhaltet dann 2,5. Was bleibt noch übrig? Natürlich Kubikmeter. Das Volumen beträgt also 2,5 Kubikmeter. Natürlich einen Antwortsatz noch dazu aufschreiben. Nächstes Beispiel. Welches Volumen nimmt Styropor an bei einer Masse von 120 Gramm und einer Dichte von 0,04 Gramm pro Kubikzentimeter? Gebt das Volumen in Kubikmeter an. Hier dasselbe Spiel. Masse ist gleich, Dichte ist gleich, Volumen ist gleich. Masse ist 120 Gramm. Die Dichte ist 0,04 Gramm pro Kubikzentimeter. Gesucht ist das Volumen. Formel aufschreiben. V ist gleich Masse durch die Dichte. Jetzt einsetzen. V ist gleich Masse sind 120 Gramm durch die Dichte ist in dem Fall 0,04 Gramm pro Kubikzentimeter. Jetzt Gramm und Gramm kürzen. 120 durch 0,04 sind 3000. Und was bleibt jetzt noch übrig? Kubikzentimeter. Achtet hier drauf, dass das Volumen aber in Kubikmeter angegeben werden soll und nicht in Kubikzentimeter. Was machen wir jetzt? Wie kommen wir von Kubikzentimeter auf Kubikmeter? Das habe ich schon in ein anderes Video erklärt, verlinke ich euch. 3000 Kubikzentimeter zu Kubikmeter müssen wir durch 1.000.000 teilen. Oder durch 10 hoch 6. Und dann kürzen wir erstmal hier 3 Nullen weg. Und dann bleibt noch, also 3 durch 1000 sind 0,003 und natürlich Kubikmeter. Das wäre also das Volumen in Kubikmeter. Das schreiben wir uns auf, 0,003 Kubikmeter und ein Antwortsatz wäre richtig. Ja, meine Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr habt daraus was gelernt. Das ist das Wichtigste. Mich würde es freuen, wenn ihr diesen Kanal teilen und abonnieren würdet und mir auf TikTok und Instagram folgt. Falls ihr mich materiell unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf PayPal machen. Den Link lasse ich euch in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.